Howdy, Folks, und willkommen zurück zu Roots of Pasha. Eine neue Art von Rapper. Chadrot hat die Tierreiter. Und unser Haustier, Hausi. Oh, haben wir wieder auffüllen Ich weiß, dass Atta heimlich Ibons Aufgaben erledigt. Bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich erforsche noch, gell? Die kann man irgendwie. Ich fühle mich den Vögeln so verbunden. Die Leute sagen, ich halte die Raubtiere fest. Aber meine Wölfe sollten auch etwas Anerkennung erhalten. Warum können die Mograni nicht in den Bergen bleiben, wo sie hingehören? Im Training hat Bra fast das Ziel getroffen. Ich bin stolz auf ihn. Vielleicht treffe ich im Training nie das Ziel. Vor muss es so verrettet sein. Ist der Chellrot. Du bist so talentiert. Mein Rap spricht zu meinem Geist. Das freut mich. Für mich ist Kleidung eine Erweiterung dessen, was wir sind. Was willst du als nächstes entwerfen? Oh, ich weiß nicht. Ich liebe diesen Rap. Aber was wäre, wenn ich eins mit einem noch tieferen Ausschnitt vorne hätte? Das würde gut zu dir passen. Raps sind einfach Raps. Ich weiß nicht, warum du so viel Aufhebens um sie machst. Eine gut gemachte ist besser als eine, die nicht gut gemacht ist, oder? Klar, aber Jellerot will einen mit weniger Händen. Was soll das bringen? Still. Es macht eine große Sache. Es macht eine große Sache aus dem Unsinn. Hä? Du musst lockerer werden. Ich bin entspannt.
Ich kann fast meine Zehen berühren. Hör nicht auf ihn. Das tue ich nie. Kroll sieht die Welt anders. Genau. Das stimmt, Umsi. Umbis. Wer er ist, spielt eine große Rolle. Aber im Ernst, deine Mutter macht schöne Raps, aber deine sind etwas Besonderes. Danke. Ihr seid tolle Freunde. Pass auf, dass du dich da draußen nicht erschöpfst. Bin mir sicher, dass du sinnvoll verwendest. Hilfe! Hilfe! Hey, die Dekorationen, die ich mache. Es ist schön, dass meine Arbeit so sehr gewürdigt wird. Ich habe neulich gegen Tätig Knochen gespielt. Ich habe verloren. Sie muss fremd gehen. Rob ist ein guter Junge, aber er muss sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Juck, ich habe eine Idee für einen Rap. Mappe. Geldrott. Wieder das Instandplatz. Wo ist mein Bock? Mein Vater ist manchmal so lächerlich. Ich habe gesehen, wie du dein Tier geritten hast. Ich dachte, Mana und ich könnten einen kleinen Wettbewerb veranstalten, wer sie am schnellsten fahren kann. Reiten. Lass uns ein bisschen Spaß haben. Los geht's. Das ist die Stelle, die ich für das Rennen für perfekt halte. Ihr könnt alle runtergehen und ich werde euch von hier aus anweisen, was ihr machen müsst. Uns unterrichten? Warum kommst du nicht zu uns? Ich möchte den Leuten eine Chance geben. Eine Chance geben zu gewinnen. Entschuldigung, wir müssen nie essen. Du hast also Angst zu verlieren. Das ist lächerlich. Nein. Yes, sir.
Ja, zweiter. Immerhin. Tolles Rennen. Achte beim letzten Mal drauf, dass du dir an den Ecken mehr Platz lässt. Und warum genau sollten wir auf dich hören? So kannst du dein Rennen verbessern. Dann mach ein Rennen mit mir. Fein. Nicht weinen, wenn du verlierst. Das wird kein Problem sein. Das ist zu einfach. Du musst zumindest versuchen, den Rückstand aufzuholen. Habe ich mir an den Ecken genug Platz gelassen? Was auch immer. Sei nicht so. Es ist nur ein Rennen. Er braucht nur etwas Übung. Es würde Spaß machen, das öfters zu machen. Ich glaube, Reese und andere würden gerne mitmachen. Und wahrscheinlich Shellrod, sobald er sich beruhigt hat. Wie wäre es, wenn Itzu und ich jeden zweiten Samstag ein paar freundschaftliche Wettkämpfe organisieren. Pyramidenerrungenschaft. Eine neue Errungenschaft ist bereit geformt zu werden. Dann gehen wir doch gleich zur Pyramide. Du betrittst den Dschungel. Nichts zu erben. Was habe ich denn? Befreundete Bestien, alle Prophezeiungen haben sich erfüllt. Ein paar Tiere wollen. Die einigen Tiere wurden ihre Freunde. Sie veranstalten Wettkämpfe und sie zuweisen. Durchdrängt mit der Macht, mehr Freundschaft zu schenken, wenn du ein Tier berührst. Verbinden. Frühlingsschiele, oder? Es ist nicht ein schöner Tag. Das Pacha hat uns nicht einen schönen Ort rufen können. Das schenken erst sowohl Pacha als auch den Empfänger. Ja, Chef. Der Clan hat sich seit dem Umzug hierher stark verändert. Thank you.
Was für ein nettes Geschenk. Ja. Gezähmte Tiere, Porky lebt jetzt in deinem Clan. Was bist du? Hex und Zahne Steinbock. Das ist die Abkürzung zum Dorf. Willst du dorthin gehen? Ja. Davon hatte ich schon fast nichts mehr. Danke dir.
Und viele Kaka einsammeln. Danke. Meine Geschwister scheinen zu denken, dass sie auf mich aufpassen müssen. Aber ich kann auf mich selbst aufpassen. Nee. Da komme ich noch nicht durch. Thank you.
vorsichtig reinbringen, oder wirst du ja. Und gute Nacht und wieder ein Tag vergangen. Der Khan wird anfangen, an Dorfbeleuchtung zu arbeiten. So, 220.